So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Bioshock mit Verbandskästen. Huiuiuiui. Ja genau, wir müssen ja die Bombe zusammenbauen. Was ich mal geändert habe, ich habe ein bisschen die Sounds leiser gemacht, weil es mir echt wirklich so vorkam, als würde man mich sehr schwer verstehen. Hallo Armbrust, ich mag dich. Gut, wir wissen zwar jetzt was, dass wir irgendwas suchen müssen. Aber ich bin mir nicht genau sicher, was genau. Ich höre einen Big Daddy. Aber wir hatten ja alle, genau. Und ich höre einen Typ. Hallo Big... Ah, der ist ja schon fast tot. Naja, das ist mir aber egal. Jetzt würde ich trotzdem gerne mal schauen. Wo konnte man das schauen? Konnte man das hier irgendwie schauen? Ah ja, genau. Dieses Ionengel mussten wir finden. Das weiß ich, glaube ich, jedenfalls, wo noch ein paar Dinger sind. Da werde ich schon mal hoffen, dass ich das auch noch wirklich hundertprozentig weiß. Da hinten war, glaube ich, keins. Okay. Hallo, Typ. Ja, der ist wohl der Tote, würde ich sagen. Und jetzt lag's. Geil. Geil, geil, geil. Ach ja, was ich noch gemacht habe. Ich habe die FPS-Rate ein wenig hochgestellt. Das habe ich durch Minecraft gemerkt. Dass das mit einer erhöhten FPS-Rate... Hallo? Dass das viel, viel besser funktioniert. Und deswegen müsste es auch hier einen großen Einfluss drauf haben und wesentlich flüssiger gehen mit Kaffee. Flüssiger gehen mit Kaffee. Aber nur solange der Vorrat reicht, meine lieben Freunde. So, jetzt brauchen wir noch eine Tube. Ach, Hallöchen. Elite-Bouncer, Drahtbündel. 2 von 4 Drahtbündeln. Das heißt, wir brauchen mehr. Okay, das klingt, hallo, I-Spritze, das klingt logisch. Dann gucken wir mal, das war der böse Automat, der uns Bomben entgegenspuckt. Da war das... Ach, schön. Wieso hat der jetzt nicht getroffen? Ich weiß es nicht. Und wo ist der jetzt? Weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, war wieder so ein Überraschungsfreak. Da muss ich lang. Okay. Werkräume. Ja, da sind wir ja gerade hergekommen, oder? Okay, vielleicht meint, weiß er jetzt, wo wir hin müssen. Meint er, ist so klug und weiß, wo wir hin müssen. Ich hoffe es einfach mal, denn ich habe selber nicht die Leiste. Zeigst du gerade auf den oder da lang? Jetzt, Alter, du lahme Ende, du. Da lang? Okay. Da lang, da rein, hier lang und jetzt ist es aus. Ah. Okay, jetzt brauchen wir, jetzt zeigt er mir wahrscheinlich die Big Daddy Teile an, 2 von 4, genau. Der Big Daddy ist, ja, dann würde ich sagen, müssen wir ihn wahrscheinlich töten. Aber... Was ist dort? Schätzchen, ich bin's. Deine Mama. Ach, hallo Mama. Oh. Oh. Ey, das ist aber nicht nett. Oh, Hallöchen. Kollegas. Hä? Der hatte gerade noch volle Leben. Wo liegt die Sau? Okay. Hat's den zerdeppert? Den hat's zerdeppert. Nur durch meinen... Schockschutz. Okay, das ist cool. Das muss ich sagen, das ist echt interessant, dass das wirklich einfach so weghaut. So, Big Daddy, wo bist du? Wir brauchen ein paar Drahtbündelchen oder sowas. Wo ist denn der jetzt? Ist der da oben lang? Was ist das denn? Gar nichts. Okay. Hallöchen. Na. Wie geht's? Gut, hoffe ich. Nee, der war doch noch unten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der ist doch rechts hier lang gegangen. Der hat uns doch erst so blockiert. Apropos blockieren. Ja, das ist jetzt natürlich sehr interessant. Ja. Geil. Nee, ich will F5 und 8 was. Genau, ich kann es schon auswendig. Ist das Trap? Nein, ist keine Trap. Ach.
It's a secret gang. Cool stuff. So. Wir machen das jetzt mal so. Läuft er da durch? Bums. Ja, der ist dann wohl tot, ne? Gut. So geht das einfach. Jetzt brauchen wir noch ein Teil. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne wissen, wie man da reinkommt. Da hinten irgendwie. Da ist ein Schachtdings. Das heißt, es müsste irgendwo hier sein. Aber wo hier? Okay, jetzt brauche ich... Hallöchen. Popöchen. Okay, dann haben wir das jetzt auch gelöst, wie wir hier reinkommen. Ja, okay, das gibt jetzt nicht so Hammerzeug. Man könnte, hätte darauf verzichten können. Aber es gibt einen Wartungscode beim Markt. Ich habe herausgefunden, was die Röhren blockiert hat. Und du errätst nie, wo ich gelandet bin. Auf dem verdammten Farmers Market am anderen Ende von Rapture. Ich habe alles repariert und neue Dichtungen installiert. War eine ganz schöne Sauerei. Naja, egal. Der Code ist 0512. Für den Fall, dass du da mal rein musst, um was zu reparieren. Ja, ist das das hier? Ach ja, genau, hier war ja irgendwas. Au. Gut, wieder mal saubere Arbeit. Vielleicht liegt hier noch so ein Mr. Biggie. Ach, hier liegt ja noch Zeug. Ja, Hallöchen. Hier ist ja ganz schön viel. Okay. Okay. Ich tue das am besten jetzt alles mal weg. Es kostet mich sowieso kaum Eve. Und deswegen ist es ja kein Problem eigentlich, bis ich da alles holen kann. So. Ja, okay, dich brauche ich jetzt nicht unbedingt wegpacken. Sonst gab es hier nichts mehr, wage ich mich zu erinnern. Ja, ich glaube nicht. Okay, den haben wir ausgebeutet. Jetzt ist die Frage, wo der letzte ist. Hm. Irgendwo müssen wir noch einen Big Daddy suchen, vielleicht da hinten. Da labert, glaube ich, auch der schon die ganze Zeit einer. Jesus liebt mich da. Bums. Ja, Jesus ist mit dir und ohne dich ist Jesus viel cooler dran. Denn Jesus ist cool. So. Safe. Ah, noch Bolzen. Das ist schön. Glaube ich, war, glaube ich, nur einer. Hier sind noch Spindtüren. Ach, Hallöchen. Was machst du denn hier drin? Hast du irgendwie hier eine Party versäumt oder so? Oder du warst bei einer Party und, naja, ging nicht so aus, wie du gedacht hast. So, da runter wollen wir nicht. Gibt's hier noch irgendwas? So. Unwind, gibt's da irgendwas Tolles? Panzerbrechende Autohacker. Kaufen wir noch einen. Farmbolzen. Na, brauchen wir sonst nichts, würde ich sagen. Gehen wir mal weiter. Weiter. Und suchen den nächsten Biggie Daddy. Hoffentlich ein Toter, denn ich will eigentlich jetzt nicht noch viel ich höre ihn schon. Bums. Ja, wo bist du? Komm. Bring das hinter uns. Und hier ist noch irgendwo so ein verrückter Spacke. Da ist er. Bums. Ja, so spricht Gott. Ins Gesicht. Okay. Wir haben Brandbolzen. Bringt das uns im Prinzip was? Ach, jetzt habe ich klugerweise ihn zwischen die Beine geschossen. Ja, jetzt nachladen wäre cool. Bombs. Ja, Brandbolzen sind gar nicht mal so schlecht gegen Big Daddies. So, jetzt haben wir das. Gut, und jetzt werde ich mich auch geschwind, sehr geschwind zu einem Laden begeben, der hier auf dem Weg auch war. Und werde mir dort
Munition für meine schicke Armbrust kaufen, denn ich habe wieder volles Geld. Also das nervt mich ein bisschen, dass man nur 500 maximal haben kann. Ach, jetzt ist da schon wieder so ein Gesicht. Ja, komm. Oh, das ging ins Gesicht. Oh, das ging woanders hin, aber es hat auch weh getan. Da schießt irgendwo noch so ein Teil. So, wo habe ich denn hingeschossen? Leck. Irgendwo hier hin, oder? Ja, okay, wenn ich jetzt sowieso kaufe hier, dann ist das ja egal. So. Stahlspitzen, bum, bum, bum. Und dann, ja, zurückgehen brauchen wir eigentlich nicht, würde ich sagen. Obwohl, kann man da noch vielleicht irgendwas anderes, was wir brauchen? Brandbolzen. Mehr gab's da nicht, noch. Okay, das verstehe ich natürlich. So, da wurde, glaube ich, gerade einer erschossen. Ja, tatsächlich. Schau, der gibt da auch schon wieder Geld, da haben wir schon fast wieder 400. Dann geht das auch von ganz von alleine. So, lag hier nicht noch? Nein. Och, gut. Ach, Hallöchen. Surprise. Fatsix. Oh mein Gott. So. Ich hätte gedacht, der ist tot und der will uns was geben. Aber nein. Will er nicht. Will viel lieber mit uns spielen und Party machen. So. War doch hier nicht irgendwo noch ein Verbandskasten? Ich glaube, die habe ich eingesammelt. Ja, die habe ich eingesammelt. Dann machen wir das hier zu Ende. Fertiggestellte EMP-Bombe. Ja, das hört sich ja sexy an. Die nehmen wir mal. Die ist ja nicht so groß. Passt im Rucksack. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern anbringen. Dann werden wir sehen, ob diese verdammten oberschlauen Gelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Ah ja, okay. Ich habe dich für Geld verraten. Oh, das nervt mich ein bisschen. Wirklich diese übelst genaue... Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Willst du? Okay, Leute, ihr schaut gerade nicht zu. Ich weiß es. Wie soll man das jetzt machen? Ja, okay, alles klar. Was ist das denn? Jetzt werde ich aggro. Ah. So. 1, 2, 3, 4. Okay. Ach Gott. Splittergranate. Hallo, Typ. Ach Gott. Wieder mal echt genial, was ich hier abziehe. Intelligenzbolzen. Hey, nix. Ist hier jemand? Ich hab dich doch gehört. Kannst dich schon entblößen, Freundchen. Na egal. Komm mit mal. Nein, ich will Bolzen mit Stahlspitzen. Und da kaufen wir uns noch ein paar. So, wir haben das Geld. Und da können wir auch vielleicht noch einen Verbandskasten kaufen. Wir haben ja das Geld und nochmal, komm, das geht. Nicht einer zu viel? Nein? Okay. Okay, dann gehen wir jetzt dahin, wo wir müssen. Wir müssen jetzt irgendwas in die Luft sprengen, dass wir zu Ryan können und ihm eine über den Kopf hauen. Genau, ja, jetzt ist da schon wieder einer, ey. Ach, wir müssen das, den Hephaistus-Kern in die Luft jagen, glaube ich, damit das Tor aufgeht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ganz runter. Yay. Reicht das schon? Ja, hier müssen wir rein. Hallo. Geothermische Steuerung. Ah, das... Sieht so aus, als ob der Ozean sich diesen Teil von Rapture zurückholen will. Es ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Okay, mach das. Das sieht mir jetzt irgendwie wie so Vorbereitung aus auf einen Kampf oder so. Kriegen wir hier noch irgendwas Tolles? Gucken wir mal. So, nee, nicht unbedingt. Da würde ich sagen, wenn es wirklich ein Kampf ist, dann könnt ihr euch auf was gefasst machen, denn wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.